A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es ist jetzt schon Nachmittag und wir sind gerade unterwegs. Wir wollen nämlich zu einem Tierpark oder so ein Aquarium. Ja, da gibt es auf jeden Fall ein Aquarium und auch ein paar Tiere. Ich weiß nicht, ob da so viele Tiere sind, aber auf jeden Fall, da wollen wir hin mit den Mädels. Und mein Mann sitzt am Steuer gerade. Und ja, ihr habt ja heute gesehen, ich habe ein bisschen was von unserem Mittagessen mitgefilmt. Und ja, ich muss auf jeden Fall sagen, das hat sehr, sehr gut geschmeckt. Den Kindern hat es auch geschmeckt. Und hat es dir auch geschmeckt? Sieht man deinen Finger nicht? Nein. Hat es dir auch geschmeckt, Alissa? Und was macht Nina? Da ist Nina. Hallo Nina. Sie hat auch geschmeckt. Ihr hat es auch geschmeckt, der Nina? Mama, da ist Nina, ja. Alissa und Nina. Ich habe das nur so ganz kurz gefilmt. Ich hoffe, dass es verständlich ist, wie man das zubereitet. Da ist eigentlich nichts Schwieriges dran. Aber warte mal, Schatz. Wir haben beide Streifen. Stimmt, wir haben beide Streifen. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall war das lecker. Schaut mal, eine Minute später und mein Kind schläft. Alissa schläft. Schlaf, mein Schatz. Nee, der Papa darf nicht schlafen. Alissa darf schlafen, aber Papa nicht. Irgendwie habe ich gedacht, heute wird es nicht so warm. Also steht bei uns 18 Grad und da, wo wir hinfahren, ist 19 Grad. Aber ja, ist auch ein bisschen Wind dabei und ich habe den Kindern so Langarmshirts angezogen. Oder beziehungsweise Nina trägt ein Kleid mit langen Ärmeln und jetzt ist doch so warm. Ich hoffe mal, dass wir da nicht schwitzen werden. Ich denke, das wird sich sowieso ändern, bis wir dann da sind. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt etwa 40 Minuten Fahrt vor uns und ja, wir sehen uns dann später. Was für ein schöner Himmel, sagt man. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end.
ist jetzt schon der nächste Tag. Wir sind gerade unterwegs. Und zwar Nina hat heute U7 Termin. Wir müssen auf jeden Fall zum Kinderarzt, gell, Nina? Alice ist jetzt im Kindergarten und ja, wir haben so etwa 40 Minuten vor uns. Und ich habe mir gedacht, ich gehe einfach zu Fuß. Und weil es jetzt morgens und es passt jetzt gerade so gut zusammen, das Wetter ist schön und da kann man ein bisschen spazieren gehen, die Strecke. Ja, gestern habt ihr gesehen, wir waren ja in dem Tierpark und das war richtig, richtig schön. Also es hat uns allen gefallen, das Wetter hat sehr, sehr gut mitgespielt. Wir waren danach auch noch, da gab es draußen so einen Park daneben, also so einen Riesenpark. Und da war ein riesengroßer Spielplatz, da haben sich die Kinder auch ein bisschen ausgetobt und ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Tag und wir sind alle dann fix und fertig nach Hause gekommen. Ich weiß noch nicht, was wir heute machen. Ich muss wie immer ein bisschen aufräumen, aber ich glaube, das ist so eine Geschichte, die niemals aufhört. Und ja, und wie immer habe ich gedacht, heute wird es ein bisschen kälter. Ich habe zwar geschaut, es war 13 Grad, als wir rausgegangen sind, aber ich glaube, es ist jetzt schon viel, viel mehr, weil mir schon ziemlich heiß ist. So, ich melde mich wieder zurück. Man kann kaum glauben, ich bin schon wieder unterwegs. Also irgendwie bin ich heute den ganzen Tag nur unterwegs. Ja, es war jetzt nicht geplant, aber wir waren gerade auf dem Spielplatz, oder beziehungsweise zuerst waren wir Eis essen, dann auf dem Spielplatz gewesen. Und es ist jetzt schon fast 7 Uhr abends und erst jetzt gehen wir nach Hause. Und das ist eigentlich die gleiche Strecke, die ich heute Morgen schon gelaufen bin. Ich habe noch gesagt, ich möchte ein bisschen mehr laufen. Also heute habe ich auf jeden Fall mein Pensum erreicht. Also die beiden haben es auf jeden Fall bequem. Jetzt laufe ich zum Schluss nach Hause und dann melde ich mich nochmal. Jetzt ist Mama dran. 4. 1, 2, 3, 4. Ich nehme die Quickerei. Zack. Ich habe mein Zuhause. Jetzt bist du dran. Chest. Adin, Bad, Lied, Tele, Platz. Chest. 2 Euro bitte zahlen. Bitte, Mama. Danke. Chip nicht vergessen. Sonst wissen wir ja nicht, dass das deins ist. So, jetzt ist Mama wieder dran. 4. 1, 2, 3, 4. Auch 2 Euro. So, zack. Und zack. Du bist dran. So, wir sind jetzt schon zu Hause. Ich habe gerade eben mit Alice ein bisschen gespielt. Nina schläft schon. Sie war heute schon so müde. Es war ja am Ende schon alles zu viel, glaube ich. Sie wollte von sich aus schon schlafen. Und deswegen schläft sie schon. Es ist jetzt 7:30. Alice geht jetzt auch schlafen. Und dann räume ich noch die Küche auf. Und dann mache ich auch Feierabend. Und ja, Küche ist nicht viel. Ich muss noch, hier sieht man, ein bisschen Spielzeug aufräumen. Und kann ich zeigen. So sieht es hinter mir aus.
sich auf dem Sofa. Die Kinder sind im Bett, Küche ist aufgeräumt, ich habe alles erledigt. Jetzt kann ich mich ein bisschen entspannen und dann auch schlafen gehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß zuzuschauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!